In der Mecklenburg-Vorpommern Baseballliga spielen zwei Rostocker Mannschaften. Beide sind am Samstag direkt aufeinander getroffen. Auf dem Unisportplatz am Waldesaum hatten die Grizzlies die Bucaneros zu Gast. Es wurden gleich zwei Partien nacheinander absolviert, da das Hinspiel wegen Regen abgebrochen werden musste. Beide Mannschaften kämpfen noch um den Einzug in die Playoffs und begannen daher sehr konzentriert. Die Defense-Abteilungen machten eine gute Arbeit, sodass zunächst kaum Punkte gelangen. Die Führung wechselte mehrfach hin und her, dennoch waren die Bucaneros in beiden Spielen etwas stärker am Schlag und konnten so letztlich zweimal gewinnen. Spiel 1 endete 7:4, Spiel 2 haben die Seeräuber mit 14:13 für sich entschieden. Nach dem Doppelerfolg und der inoffiziellen Stadtmeisterschaft sind die Bucaneros nun als Tabellenzweiter den Playoffs ein großes Stück näher gerückt. Die Grizzlies sind auf den letzten Platz abgerutscht und müssen um die Halbfinalteilnahme bangen.